Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und wir werden heute herausfinden, ob sich diese Gold Upgrade plus SBC lohnt. Hierbei bekommt man für circa 8000 Münzen einen Spieler, der über 81 gerated ist und einen, der ja wahrscheinlich unter 81 gerated ist, der kann aber auch über 81 gerated sein. Und ja, wir schauen einfach mal, ob sich das Ganze lohnt. Ich habe für dieses Experiment 10 Packs vorbereitet und falls ihr öfter solche Pack-Experimente sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ich habe für diese 10 Packs ja so circa 80.000 Münzen ausgegeben. Ich hatte natürlich eigentlich fast alles im Verein, aber es würde circa 80.000 Münzen entsprechen. Das heißt, das sind schon eigentlich ziemlich viele Coins, die wir hier reingebuttert haben. Deswegen schauen wir einfach mal, ob sich die Spieler ja vom Wert her lohnen, sage ich jetzt einfach mal. Also man kann die Spieler natürlich nicht verkaufen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mbappé ziehen oder so, dann zählen wir einfach den Wert, den Mbappé gerade hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob sich das Ganze lohnt. Also wir gehen hier direkt rein ins erste Pack und ich hoffe natürlich direkt auf eine Leinwandkarte, auf einen Leinwandspieler. Und es ist kein Leinwandspieler, das ist natürlich zum Anfang sehr, sehr ernüchternd. Es ist in diesem Pack zu Beginn erstmal Samuel Eto'o. Also wenn man überlegt, dass ich für dieses Pack gerade 8000 Münzen hingeblättert habe, dann ist das schon eigentlich ziemlich, ziemlich heftig. Und im zweiten Pack haben wir dann endlich den ersten Leinwandspieler und ich hoffe natürlich auf eine Walkout-Karte. Und das ist Bailly, das ist Bailly, das ist richtig, richtig stark. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig nice. Bailly ist eine extrem geile Karte und der kostet auch extrem viel. Ich werde direkt mal nachschauen, was die Karte ungefähr kostet. Bailly kostet auf der PlayStation einfach mal 40.000 Coins und das ist schon mal eine richtig, richtig coole Karte. Also wirklich ein Top-Spieler, den man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut verwenden kann. Und den habe ich sehr, sehr gerne als Erstbesitzer in meiner Mannschaft drinnen. Deswegen packen wir den direkt auch schon rein. Und das heißt, wir haben sozusagen aus den ersten zwei Packs direkt mal 40.000 Münzen rausbekommen. Also wie gesagt, man kann die Spieler halt nicht verkaufen, aber man hat sie im Verein und man kann die Spieler verwenden. Deswegen Bailly ist so ein Spieler, den man auf jeden Fall immer einsetzen kann. Im dritten Pack ziehen wir dann auch wieder einen Leinwandspieler, es ist Strootman. Das geht vollkommen in Ordnung. Den können wir auch direkt mitnehmen. Der ist natürlich jetzt nicht viel wert, aber immerhin ein 84er. Und ich würde sagen, wir stehen jetzt so bei 42.000 Münzen, die wir jetzt durch diese Packs machen würden, wenn man die Karten verkaufen würde. Und jetzt gehen wir rein ins dritte Pack und es ist immerhin schon wieder ein Leinwandspieler. Es ist das vierte Pack. Sorry, ey, ich bin gerade komplett am Verzählen hier. Und wir ziehen wieder einen 84er. Das ist Pedro. Und das ist auch richtig, richtig stark. Also wirklich drei Leinwandspieler innerhalb von vier Packs. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, wir öffnen jetzt das fünfte Pack. Und es ist schon wieder ein Leinwandspieler. Also schon vier Leinwandspieler aus fünf Packs. Das ist eine extrem hohe Rate. Und in diesem Pack ziehen wir Valero. Es hätte natürlich jetzt auch Isco sein können. Valero geht aber auch vollkommen in Ordnung. Also schon wieder ein Leinwandspieler aus den ersten fünf Packs. Also insgesamt vier Leinwandspieler. Das ist extrem gut und circa hätten wir jetzt 50.000 Münzen raus. Also aus den letzten 5 Packs müssten wir noch so circa 30.000 Münzen rausbekommen. Diesmal ist es leider nach langer Zeit mal wieder kein Leinwandspieler. In diesem Pack befindet sich nur der gute alte David Villa. 4 Packs haben wir noch zur Verfügung und ja, wie gesagt, bis jetzt gar nicht mal so schlecht. 4 Leinwandspieler aus 6 Packs und jetzt sind es 5 Leinwandspieler aus 7 Packs. Also die Leinwandspielerrate ist extrem hoch, das kann man echt so sagen. Und in diesem Pack ziehen wir einfach mal Dele Alli. Alter, richtig, richtig nice. Auch ein 84er, mit dem man ja gut und gerne auch was anfangen kann. Also mit so einem Spieler kann man ja extrem gut spielen. Also das sind wirklich Karten, die man auch verwenden kann. Und ich werde direkt mal schauen, was Dele Alli circa wert ist. Dele Alli kostet auf der PlayStation auch einfach mal 30.000 Münzen. Das heißt, wir haben das Ganze wieder rausbekommen. Also mit Bailly und mit Dele Alli haben wir sicherlich zwei Spieler, die man extrem gut auch für Foot Champions und so verwenden kann. Ja, wie gesagt, wir haben eigentlich das Ganze schon rausbekommen. Wir haben diese 80.000 Münzen ja eigentlich wieder reinbekommen. Das ist schon sehr, sehr nice. Und im nächsten Pack wieder ein Leinwandspieler. Also falls ihr sowieso gerne Packs öffnet, dann ist das Ganze hier auch perfekt für euch geeignet. Oh mein Gott, das hätte Boateng werden können. Mustafi ist aber auch komplett in Ordnung und den nehme ich auch nochmal gerne mit. Der ist auch nochmal so circa ja, 3.000 bis 5.000 Münzen wert. Aber das ist wirklich, ja, da kann man sich nicht beschweren. Und dann noch Mirallas im Pack. Also wir haben das Ganze eigentlich wirklich reinbekommen, wenn man die Karten verkaufen könnte. Wie gesagt, aber Dele Alli und Bailly und auch Mustafi sind Karten, die man oft in Teams einbaut. Deswegen passt das eigentlich. Es bockt auch unglaublich, diese Packs zu öffnen. Denn wenn da jetzt so viele Leinwandspieler drin sind, dann ist es einfach nur genial. Okay, jetzt haben wir wieder mal keinen drinnen.
Aber ich glaube, wir hatten jetzt aus insgesamt 9 Packs, die wir geöffnet haben, 6 Leinwandspieler. Und das ist schon extrem hoch von der Rate her. Also da müsst ihr euch mal überlegen. Da hat man wirklich in fast jedem Pack dann einen Leinwandspieler drinnen. Und das ist auch sehr, sehr geil, wenn man die Packs eben zieht, dass man da nicht immer nur so Non-Rare-Karten oder so kriegt, sondern auf jeden Fall halt seltene Karten und dann auch in den meisten Fällen halt auch einen Leinwandspieler. In 66,6% der Fälle zieht man einen Leinwandspieler. Mal schauen, wie ist das letzte Pack noch verändert, wie das letzte Pack diese Summe da verändert, und wir ziehen nochmal einen Leinwandspieler. Das heißt, 70% ist Leinwand. Oh mein Gott, das hätte einfach Messi werden können. Okay, es ist Otamendi und das nehme ich auch nochmal gerne mit. Also, ja, wie soll ich das Ganze sagen? Es ist schwer einzuschätzen, weil man die Karten halt nicht verkaufen kann, aber an sich, ja, wenn man sie verkaufen könnte, hätten wir das Ganze wieder rausbekommen. Ihr müsst halt einfach selbst entscheiden, ob ihr diese Packs öffnen wollt. Man bekommt echt nicht schlechte Karten. Wir haben das jetzt gesehen, anhand von 10 Packs haben wir wirklich 7 Leinwandspieler bekommen und davon auch Dele Alli und Bailly, die beide extrem viele Coins wert sind. Also falls ihr sehr häufig FIFA spielt, so wie ich zum Beispiel, dann lohnen sich die Packs eigentlich schon. Denn zum Beispiel Bailly oder auch Dele Alli kann man extrem gut in Teams einbauen und sicher auch mal irgendwie in Foot Champions oder so verwenden. Und außerdem hat man einfach 10 Packs, die man öffnen kann, und das ist auch immer ziemlich nice und es bockt einfach, Packs zu öffnen. Deswegen ist das auch eine gute Option, um da jetzt nicht so viele Coins auszugeben. Ihr könnt natürlich hier auch die 7-5er öffnen, aber in den anderen Packs bekommt man natürlich viel, viel häufiger Leinwandspieler. Der einzige Nachteil, man kann sie eben nicht verkaufen, und das ist halt der größte Nachteil im Endeffekt auch. Aber ja, ich würde sagen, das lohnt sich schon, man kann das ein oder andere Pack mal aufmachen. Und ja, Freunde, schreibt mir auf jeden Fall gerne auch in die Kommentare, ob ihr diese Packs auch öffnet und ob ihr da drin schon irgendwas Krasses hatte. Also schreibt mir da einfach mal euren besten Spieler rein, den ihr aus solchen Packs mal gezogen habt. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Nehmt auf jeden Fall gerne auch noch beim Gewinnspiel teil. Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann habt ihr die Chance auf eine von 3 10 Euro PSN oder Xbox Karten. Das Gewinnspiel geht noch bis Ende November. Und ja, falls ihr da in den folgenden Videos auch kommentiert, dann steigt natürlich auch erheblich eure Gewinnchance. Und ja, Freunde, ich bin jetzt dann auch schon wieder raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.